Stammt zu Abu Hanifa kam, ja, also nicht Sunniten, sondern eine Gruppe Atheisten, und mit ihm über den Nachweis der Existenz des Schöpfers disputierte, versprach er, in ein, zwei Tagen mit ihnen zusammenzutreffen. Ja, also die kamen zu Abu Hanifa, haben gehört, ja, da gab es einen Gelehrter im Irak, gehen wir mal zu ihm hin und dann diskutieren wir mal mit ihm. Dann hat Abu Hanifa gesagt, okay, übermorgen können wir uns treffen. Sie kamen dann zu ihm und sagten, was sagst du nun? So, bitteschön, beleg mal bitte, dass Gott existiert. Da sagt Abu Hanifa, rahimahullah, ich denke gerade an ein Schiff, beladen mit Handelswaren und Nahrung. Die Fluten des Wassers ließen es bersten, bis es letztendlich den Hafen erreichte und seine Güter entlud. Es fand seinen Weg ohne Führer und ohne Lastenträger. Ein Schiff auf dem Wasser geht zum Ufer, da ist kein Mensch auf diesem Schiff. Kein Kapitän, niemand. Es wird entladen und beladen, die Waren gehen alleine vom Schiff. Keiner macht was, alles zufällig. Alles zufällig. Da sagten sie, darüber denkst du? Und er antwortete, ja. Da sagten sie, dann hast du keinen Verstand. Entspricht es denn der Vernunft, dass ein Schiff ohne Kapitän und ohne Lastenträger daherkommt, seine Last ablädt und wieder abfährt? Das ist doch wider jeder Vernunft. Ja, kein Mensch würde sagen, das ist möglich. Da antwortete er, warum haltet ihr das für unvernünftig und erachtet es als vernünftig, dass der Himmel, die Sonne, der Mond, die Berge und die Bäume, die Tiere und all die Menschen ohne Schöpfer existieren?